der Single Pointer steht hier und da steht ein bisschen schief, das wird euch jetzt nicht mal auffallen. Hängt ein bisschen rechts runter und hat hier hinten ganz schön Schmarre. Aber du bist die Geschichte hier vorne. Ich habe also hier ein Bo mitgenommen, habe zum Glück nicht frontal getroffen, hat so ein bisschen gestriffen. Unten guckt diese Bildwurzel raus, hat eine ganz schöne Schmarre gegeben. Die Felge hat auch einen dichten Schlag weg und man sieht vielleicht, das Rad steht zu weit hinten. Ich bin trotzdem optimistisch, also Motorhaube muss man ausbilden, das ist klar. Und aber hier zum Beispiel, das sieht gut aus und hier ist auch keine Verwerfung, also das ist hier irgendwie aufgestaucht hat. Es war hier ein Loch im Blech, da war wie ein Ast, guckte da an der Stelle raus. Das muss natürlich alles wieder ums Eck rum. Das wird man auch von innen rausdrücken müssen. Also wird schon irgendwie gehen. Vielleicht muss ich mir auch mal einen Spotter besorgen und das dann ziehen. Klar, hier vorne, das wird schon ein bisschen blöd. An der einen oder anderen Stelle muss vielleicht auch ein Schnitt gemacht werden, um das in Form zu bringen. Ja, ich denke, die Felge werde ich nicht retten können. Es ist noch so ein bisschen mehr beschissen. Das sieht man jetzt hier schlecht. Der Bolzen ist natürlich krumm, das ist nach hinten versetzt. Daher natürlich auch dann das Rad hinten. Also hier ist auch die Hülse aufgebrochen, das ist natürlich ganz schön blöd. Muss schon mal einen Kopf machen. Ich werde jetzt mal den ganzen Kram aufbocken und dann mal so ein bisschen abbauen, was man abbauen muss, weil ist nicht gut. Ich denke auch, Radlager hat einen ordentlichen Schlag weg. Ja, also die Felge, die hat es sicherlich hinter sich. Oh, staunen, was die so ab kann, weil ich bin ja noch gefahren damit. Was wollte ich mal da machen? Irgendwas stimmt mit der Bremse nicht, das könnte aber was Älteres sein. Wenn wir jetzt mal hier oben anfangen, was mich ein bisschen arg verwundert, dass hier im Auspuff eine Delle ist. Das muss ich mir natürlich alles angucken, wie weit sich hier was verformt hat. Auf jeden Fall ist hier ordentlich krumm, also der Unterdreiklenker. Deswegen ist das Rad weiter hinten, hier ist eingeknickt. Hier ist auch das Kugelgelenk kaputt. Das hat einen ganz schönen Hieb gegeben. Immer nicht aufgepasst, ein Elend. Mein guter Single Pointer. Motorhaube ist weggebaut und habe ich auch schon ein bisschen umgedengelt. Das war ja hier relativ weit rein. Ich habe so ungefähr jetzt diese Rundung wieder hinbekommen. Hier sind ein paar kleine Dellern. Das ist auch noch nicht ganz so schön. Hier vorne habe ich das Problem, dass ich von hinten nicht gegenkomme. Da muss ich mir einen Sportler ran wahrscheinlich oder irgendwas mir basteln. Und hier ist die Mietz dabei und nimmt speziert mit. Also man sieht vielleicht ganz gut, dass der Stoßdämpfer nach hinten verschoben ist. Man sieht das auch am Stabi, dass der hier unten natürlich näher an der Stelle sitzt, wo hingehört. Also der Unterbereich ist nach hinten verschoben. Hier der Knick im Lenker, im, was heißt denn das Ding da? Die Stange halt, hier die Lenkstange. Die hat einen Begriff, das finde ich jetzt nicht. Mietz, wie heißt denn das Ding da? Egal. Unterer Dreieckslenker, Bolzen ist natürlich hier eingeknickt zu uns her. Hinten ist er weggeknickt nach innen. Alles so eine Sache hier oben. Das sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Der Abstand hier ist ein bisschen klein. Muss ich mal vergleichen mit drüben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es hier einen ganz kleinen Toucher nach innen gegeben hat. Das war schon, das ist nichts Neues. Das muss ich mir echt mal angucken. Ich muss das Bild vermessen. Ich versuche, dass ich irgendwie von hier aus dem Radkasten mal gucken. Dann nehme ich mir mit einer Schablone von drüben die Maße her. Dann das alles ist natürlich. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Ob hier das Rad eingehakt hat oder halt im Baum. Ne? Das war ja auch der Baum irgendwie. Das Blech gehört nach innen, das Blech gehört wahrscheinlich dann hier so zu. Das muss ich mir noch mal genauer angucken. Da unten, ich habe jetzt gerade kein Licht. So, ein größeres Drama war es natürlich mit dem unteren Dreieckslenker. Ich glaube, der Dreieckslenker selber, der ist noch ganz okay. Der Bolzen, jetzt ist schon mal ein anderer drin, der gleitet schön leicht hin und her. Das macht mir Hoffnung. Das ist zumindest der hintere Teil vom Geweih, nicht verformt. Der vordere Teil war ja kaputt. Liegt da vorne, da war er eingerissen, habe ich auch absägen müssen, gar nicht so einfach, dann rumzusägen, um den Bolzen, den Restbolzen praktisch treiben zu können. Der war ja also hinten nach innen verbogen und hier vorne nach außen verbogen, da ließ sich natürlich ohnehin herschieben.
Der war aber auch so schon ganz gut festgerostet. Also ich muss ja nicht hier fertig, ich bin unbedingt drüben, den Bolzen gängig machen. Solange der gerade ist und man vorne dran drehen kann, da hat man da schon eine Chance mit ein bisschen Kriechöl und ein bisschen Zeit. Ja, also hat ordentlich gehämmert, was das hier ist, wie das hier hochgebogen werden konnte. Ich nehme an, das Rad ist so hart eingeschlagen, dass es den Puffer hier weggedrückt hat. Oder es war schon gewesen, keine Ahnung, die Feder, man weiß es nicht. Ich werde jetzt hier dicht nicht viel messen müssen. Die Schubstrebe zum Geweih, die ist gerade noch, hat auch keine Spuren, dass sie irgendwie hinten eingestaucht ist. Da bin ich ganz optimistisch, dass das Geweih, also dass der Dreieckslenker, beziehungsweise dieser Bolzen dazu, viel Kraft aufgenommen hat. Da habe ich jetzt einen guten gebrauchten, das muss ich alles noch ein bisschen sauer machen, ein bisschen fetten. Und dann die Teile alle prüfen, insbesondere Dreieckslenker. Da muss ich mal einen anderen drüberlegen, Buchsen ja schnell machen müssen. Was so einige gesagt haben, die Radlacher kriegen nichts ab. Das Radlacher klingt gar nicht gut. Ich denke, das werde ich auf jeden Fall neu machen müssen. Und so hier die Lenkstange, den Klinkraum. Haben wir ja schon vor uns einen Blick drauf geworfen. Das ist also mittlerweile umgezogen und hängt hier auf der Bühne. Die Vorgeschichte habt ihr ja so ganz grob schon gesehen. Hier ist ein bisschen leichte Schrammen. Hier vorne die ganze Sache ein bisschen schlimmer. Ich habe mittlerweile den ganzen Puzzle ausgebaut. Der Bolzen war ein bisschen schwierig, weil der war halt verbogen und das war hier gebrochen. Das habe ich jetzt einfach zusammengeschweißt und angeschweißt. Das musste ich ja hier absägen, wenn ich den Bolzen überhaupt rauskriege. Das ist jetzt ein anderer. Der macht die Sache ganz gut. Und ich bin relativ optimistisch, dass hier nichts weiter krumm ist. Also diese Traverse, die ist zumindest hier verschoben. Der hat sicherlich hier am Kupflieger so ein paar Dellen, aber selbst dort oben der Bereich ist nicht weiter eingedrückt. Und auch weiter oben, der Radkasten ist soweit in Ordnung, denke ich. Was mir aufgefallen ist, das ist hier hochgebogen, aber das Teil steht hier so ein bisschen ab. Das war aber sicherlich schon, ist ein Haufen Dreck drin, ist eh kaputt. Das hat zum Laufe der Jahre einfach verrostet. Man muss also immer mal hier drin ein bisschen sauber machen und da immer mal ein bisschen was rein, was den Rost so stoppt, Fluidfilm oder anderes Mittel der eigenen Wahl. Natürlich vorher immer schön sauber machen. Das ist ähnlich wie oben mit dem Federteller. Das sind alles so Dinge, wo Dreck liegen bleibt und das dann anfängt zu rosten. Auch in der Fläche sehe ich jetzt keine Verformung. Geschmessen kann ich das nicht. Könnte auf dem Rost aufgetrieben sein. Das machen wir einfach neu. Warum der hier oben am Auspuff, sehen wir jetzt nicht angetatscht hat, das müssen wir uns mal angucken. Aber auch das Teil, also Bremse lässt man nicht am Schlauch hängen, wobei die Schläuche müsste ich mir eh angucken. Also hier diese beiden Schrauben, das ist erstmal jetzt nie irgendwie sichtbar schief, lässt sich wohl jetzt auch schlecht messen. Nach drüben hin messen macht sich nicht gut, aber der Abstand hier ist geblieben. Der ist drüben genauso eng, das ist ja keine originale Halterung, habe ich mal nachgebaut, fürs OME-Fahrwerk. Diesen Dotzer hier nach oben, der ist hier so ein bisschen, ja, das ist so ein Punkt, aber das sind ja keine Langlöcher. Ich werde es jetzt so abbauen müssen, wenn ich hier unten das Teil wechsle, das mache ich auf jeden Fall, und dann kann ich ja nochmal gucken, ob und wie weit sich hier irgendwas verschoben hat, aber selbst wenn, der steht da halt ein bisschen schief, das muss man dann irgendwie ausgleichen. Ne, hier interessant wird die Sache mit dem Dreieckslenker, da muss ich mir irgendeinen Messpunkt für hinten suchen und das auf den trübischen Bild passend machen. Ob ich da mal Spur einstellen fahre, weiß ich jetzt auch nicht. Für die leichte Eindellung hinten, das ist ja nur ganz wenig eingefalzt, komme ich aber von innen doch schlechter ran als gedacht. Man drückt eher Macken rein. Habe ich jetzt hier Unterlegscheibe angeschweißt und werde das jetzt in den Zughammer versuchen rauszuholen. So, viel Hoffnung habe ich nicht, dass das hält. Aber gucken wir mal. Das habe ich mir gedacht.
So, also empfehlen kann ich euch die Methode nicht. Holt euch einen so einen Motorradlauf und schweißt den komplett ein. Der Bereich hier oben ist das ganz gut geworden wieder. Das hole ich noch. Ich bräuchte noch mal einen ganz kleinen Hammer, dass ich mal die kleinen Wellen rausmachen kann. Das hier auch. Hier war eine Durchrostung. Hier ist noch eine Durchrostung. Also hier muss ich so an den Enden, und auch hier würde ich eh noch irgendwie was machen. Hier ist auch aufgetrieben das Blech, weil hier oben halt das Wasser reinläuft. Das ist der Bereich, wo es am engsten ist, wo scheinbar auch schlecht die Dichtmasse reinfließt. Von innen, die Korrosionsschutzmasse, in dem Fall Fluidfilm, weil vielleicht Dichtmasse drin ist. So, es ging wieder ein Stück weiter am Singlepointer, den Karosseriebauern unter euch, den Hinweis, Triggerwarnung sagt man da, abschalten, nicht hingucken. Und allen anderen die Empfehlung, kauft euch einen neuen Kotflügel. Ich habe das jetzt mal hingedengelt. Ich habe jetzt hier oben diese Form so halbwegs wieder hin. Das war ja so reingeknickt und hier war es so rausgebaucht. Das ist noch nicht ganz perfekt. Ich bin auch nie fertig geworden. Hier unten drunter ist ein T. Ihr seht hier ein Flacheisen. Das geht ja bis hier hinter. Bis dahin. Also wo der Radkasten praktisch frei ist, ist hier ein Flacheisen drunter, ganz rausgerückt. Und das Ganze hat so ein bisschen Druck nach unten, also stützt sich hier ab auf dem Rohr. Und da liegt noch auf, aber der Druck liegt so ein bisschen hier. Damit konnte ich die Kante so ein bisschen hindengeln und konnte auch die anderen Sachen so klein ein bisschen ausfalten. Ist noch nicht ganz perfekt, das ist noch allerhand zu tun. Brauche ich noch einen kleinen Hammer und viel Zeit. Hier vorne, das war natürlich ein Riesenproblem. Das war ja so reingeknickt nach innen und durch diese Sicke hier ist das auch relativ steif. Von innen kommt man gar nicht ran, also mit schwungvollen Hammerschlägen gehen da gar nichts. Habe ich das eingeschnitten mit einer dicken Flexscheibe und dann gab es am Zughammer für vorn dran hier so ein Teil. Das kann man praktisch hier dahinter fädeln und dann mit dem Zughammer das so ein bisschen rausholen. Das hat ganz gut geklappt. Das muss noch ein klein bisschen, eventuell setze ich hier auch nochmal einen Ring an und ziehe das dann mit dem runden Teil noch ein bisschen raus, beziehungsweise kann ich jetzt ja von innen ganz klein ein bisschen hebeln. Aber ich denke, vorne werde ich ziehen müssen, das kann ich so ein bisschen mit der Hammerfaust dahinter ein bisschen glatt machen, versuchen. Perfekt glatt wird das sicherlich nicht werden. Ein bisschen Spachtelmasse vielleicht hier und da, das muss geschweißt werden. Ein großes Problem, wo ich jetzt noch keine richtige Lösung habe, ist das hier. Das ist hier so ein bisschen rein und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, es ist hier nicht gestaucht, ne? Diese Kanten sind normal, aber hier ist das so komisch. Es müsste eigentlich ein Stück raus und das wird wohl heißen, ich baue hier doch so ein paar Sachen ab und vielleicht nehme ich gleich mein Flacheisen, meinen Tee und setze das von hier an und gebe dort mit viel Kraft Druck drauf. Das heißt aber, das Auto muss erstmal irgendwie ein bisschen stabilisiert werden. Hier vorne, die Lampenmaske und so, ist alles gut. Hier unten ist ein paar kleine Falze von der Stoßstange. Die ist übrigens so noch dran. Der hat also nur die Ecke erwischt. Die Ecke hier draußen ist kaputt. Und das ist ein bisschen raus. Und dann denke ich, habe ich jetzt auch hier in dieser Traverse, die hier unten ist, das habe ich gar nichts gesehen. Auch der Bereich fühlt sich gut an. Das ist ja oben irgendwie noch hingemacht und dann bleibt das so ein bisschen als Erinnerung. Da hast du mal richtig Mist gemacht. Ich will hier jetzt keine Produktwerbung machen, aber so ein Zughammer hier im Köfferchen, das ist die größte Variante, die es da gab. 3,4 Kilo, ich habe es nie gemessen, also 7,5 hier LBS oder so, irgend so ein amerikanisches oder was auch immer von der Norm, der Zettel ist polnisch. Schraubt man hier hinten den Griff dran und hier hat man so verschiedene Vorsätze, die man daran machen kann und dann zieht das schon ganz schön. Es gibt diese Spotter, die man dann so elektrisch ansetzt, einen kleinen Schweißpunkt und dann zieht man das raus. Aber ich denke, ich habe hier ganz schöne Gewalt anwenden müssen, vor allen Dingen vorne, wo ich dieses dahinter das Flash gegangen bin. Zur Materialprüfung, Dreieckslenker unten hat ja so ein bisschen Probleme gehabt. Die musste ich ja rausschneiden, weil der Bolzen verbogen war. So, auf den ersten Blick sieht das gar nicht schlecht aus. Der obere ist ohne Kampfspuren. Der untere, die Arme hier, das
Deswegen habe ich es parallel. Hier, ja, ist es schwierig einzuschätzen. Die Köpfe stehen. Es ist halt keine Präzisionsgeschichte, aber ein Vergleich, der so nicht funktioniert, weil die Arme unterschiedlich sind. Der ohne Kampfsporn ist hier ein bisschen schmaler als der. Aber die Buchse sieht komisch aus und die hat ja hier so ein bisschen auch gelitten. Dann bin ich mit der Flex durch. Der ohne Kampfsporn. Das geht nicht perfekt in einer Linie. Das muss man so ein bisschen hinfummeln, das weiß ich. Aber es trifft ziemlich genau das Löschle. Und jetzt den mit Kampfsporn. Und da sehen wir schon, da kommen wir nicht hin. So, da schießen wir ziemlich weit am Ziel vorbei. Da wird er hier trock ohne Ende auf die Buchse kommen. Ganz offensichtlich ist das Auge hier so ein bisschen aufgebogen. Das hätte ich natürlich nicht gedacht. Das ist ein Schmiedeteil. Das heißt für mich jetzt, Teller tauschen bei Teller Modified für OME. Obwohl es in die Schenke gebrochen ist. Naja, ja, das ist keine große Aktion. Und das, die Buchsen sehen noch gut aus, die kann ich lassen. Da ist auch gleich das, was jetzt hier abgeschnitten ist, was jetzt hier übersteht, das ist hier noch dran. Wir müssen Opfer bringen. Das Teil kann ich ja auch dann noch nicht mal irgendwo hin tun, das muss ich wegschmeißen. Ja, mühsam und herzlich das Eichhörnchen. Und auch Fischen kann anstrengend sein. Ich habe also jetzt diese Kante hier halbwegs hinbekommen. Immer daneben geklopft. Oh. Wäre meine geliebte Landirenzo kaputt. Nee, BRC Just. Oh Gottes Willen. Landirenzo war vorher drin. Alles Müll. Die BRC Just wäre dann vielleicht hinüber gewesen. Das ist jetzt wieder schön gerade. Das Flacheisen lag also hier. Beides geht gerade an, das ist drüben genauso, das ist eine gerade Linie. Und das hier oben kann man noch nachformulieren oder modellieren. Kleinigkeiten werden bleiben. Hier konnte ich das nicht ganz gerade machen, musste ich dann mit dem Hammer, also das Ding hier weg, mit der Hammerspitze so ein bisschen, vielleicht lasse ich mir noch was einfallen. Weil von innen kann man schlecht, von außen kann man schlecht. Ja, das fällt ganz leicht ab. Und das werde ich vielleicht sogar so lassen. Ich habe schon überlegt, eventuell muss ich hier am Kotflügel einschneiden, um das in Form zu bringen. Beziehungsweise man muss halt dann nochmal die Sicke nacharbeiten. Dann muss ich mir nochmal eine Hammerfaust basteln und dann brauche ich vielleicht auch nochmal einen anderen, so eine Art Schlichthammer oder irgendwas. Und ich muss hier noch ein bisschen ziehen. Und hier muss ich ziehen, dass wir das wieder gerade kriegen. Und dann machen wir es von oben nach unten. Das ist garantiert nicht fachgerecht. Und das würde man wahrscheinlich als Fachmann, wenn man fuscht, das anders machen. Keine Ahnung, wie das geht. Deswegen mache ich das jetzt so. Für das Feintuning mit diversen kleinen Knicken und Dellen habe ich mir mal so einen Spotter ausgeliehen. Habe ich mir also nicht gekauft, weil ich mir nicht sicher war, ob das funktioniert. Ich mir von einem guten Kumpel leihen können. Damit kann man theoretisch hier solche Scheiben anpunkten, werden also eingeklemmt und dann werden die hier wie so eine Art Punktschweißzange festgemacht. Also mit diesem verzinktes Material nehme ich an, das funktioniert gar nicht. Also egal wie lange man das Gerät dort betreibt, bis zum Abschalten, die halten einfach nicht. Schon mal gut, dass ich nie gekauft habe. Hier gibt es noch solche Haken, wo bloß eine Spitze ist, könnte man das mal probieren. Müsste ich ja das Gerät umbauen, hier mit so einer längeren Hülse. Was aber gut geht, sind die Kupfernägel. Habe ich also hier angesetzt. Die ziehen natürlich bloß punktuell. Das würde aber die Scheibe ja auch machen, die ja dann auch nicht so viel Fläche hat. Hier müsste ich noch mal ran, hier ist ein Knick. Und vielleicht kommt man ja mit dem Hammer hier ran. Dass man bloß experimentiert. Und wir können es ja kurz mal angucken, wie sowas funktioniert, dass man das so ein bisschen vorbekommt, damit dann nicht mehr so viel gespachtelt werden muss.
ich nehme mal als Beispiel jetzt hier vorne so ein kleiner Knick, da war das Plasterding hier, hat ja reingedrückt. Das könnte ich jetzt von innen auch raus hämmern, kommt man ja gut von hinten ran. Ne, kommt man eigentlich nicht, warum nicht? Ja, wir haben es hingeklemmt. Also man kommt von innen ran, hier klemmt bloß ein Holz drin, was ein bisschen Druck gibt. Und man lädt einfach hier das Gerät, macht man den entsprechenden Aufsatz drauf für die Kupfernägel rein. Das Ganze so anpressen, dass der Kupfernagel und dann die Betenkontakte hier außen Blech berühren. Ich nehme natürlich den tiefsten Punkt. Ran. Drücken. Glüht kurz. Fest. Jetzt hat hier da Kupfernagel festgemacht. Klemmt man sich den ein. Jetzt muss man halt... Und das ist zumindest besser als vorher. Ist gar nicht mehr schlecht. Hier werde ich nie rankommen. Schwierig. Ja, so auf der Art kann man das machen. Hier ist mal ein kleiner Zwischenstand bei der Motorhaube. Die hat ja auch diesen eingedrückten Bereich da. Die Rundung habe ich, denke ich, ganz gut hinbekommen. Man sieht es hier am Schleifbild. Das ist jetzt nie all glatt, das werde ich auch spachteln müssen. Ich habe es mit einem kleinen Hämmerchen. Hier ist er. Hier ist er mit so einem kleinen Hämmerchen, habe ich die kleinen Dellen zurückgeschlagen, die beim Rausdrücken oder beim von hinten erstmal massiv raustreiben so entstanden sind. Das sind diese Punkte hier. Das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Und hier vorne ist dann die Spottergeschichte. Ja, das könnte man hier noch ein bisschen mehr ziehen. Ich denke, hier wird dann doch ein bisschen. Ja, einen zentimeterischen Spachtelmasse vielleicht hin müssen. Das ist ein Hohlraum, wo man nicht reinkommt. Und damit ist das nicht ganz so einfach. Ich könnte jetzt vielleicht, hätte da nochmal können. Aber jetzt ist schon Rostschutzgrundierung drauf. Das wird natürlich das so eine Sache mit normaler Spachtel werden, weil ich muss ja hier auf die Kosten denken. An die Kosten denken. Hashtag, da geht nochmal. Ich habe es doch nochmal hier an zwei Punkten das Stück vorgeholt und man sieht jetzt, wenn man mal so fleischig drüber schleift, dass also die Kante, die stehen geblieben ist, die hat so ganz nippel gestaucht. Hier ist ja unten drunter die Verstärkung, hier im vorderen Bereich. Und das sind halt so die Punkte, das sind halt der erhabene. Und hier vorne sind wir dann wieder am Originalen etwa dran. Bevor ich jetzt hier stundenlang da stehe und spottere, das wird gespachtelt und fertig aus. Heute ist draußen noch hell, bin ich mal bei Zeiten zu Hause. Die Sache, dass ich natürlich nie alles mit dem Hämmerchen rausdengeln kann, das war klar, da ist ein bisschen was gespachtelt, das habe ich nicht aufgenommen. Jetzt erstmal hier Fahrwerk wieder einstellen. Fahrwerksvermessung natürlich nie professionell und das ist auch jetzt nichts, was man irgendwie sich merken sollte, weil man hier was lernen kann. Ich habe das Auto mal, hatte nie war, ist ja kein Auto, vorne in Waage aufgebockt. Also hier diese Trägerschützen, das ist ein Gerüstbock. Dass der Vorderwagen halbwegs in Waage ist, das geht mit der Hebebühne nicht so gut. Und dann habe ich jetzt diesen unteren Dreieckslenker mal auf dieselbe Höhe gebracht wie drüben. Das ist hier ein bisschen Stil und das passt aber gerade so. Und dann habe ich versucht, einen zentralen Punkt zu finden. Da hinten ist es dunkel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Punkt, wo die Feder von dem Handbremsteil eingehängt ist, ob der wirklich mittig ist. Das sieht mir nicht so aus. Weil auch vielleicht ja dieser Tunnel vom Kardan, ich wollte nicht groß messen, ich bin an die Befestigungspunkte vom unteren Längslenker gegangen, das sieht man jetzt sicherlich nicht, weil es dunkel ist, und habe ein Schnürchen genommen, das ist jetzt hier kein hochpräzises Schnürchen, aber ich habe es praktisch immer gleich gestreckt und kann mir jetzt hier das einstellen. Die Einstellscheiben sind jetzt mal so übernommen, wie das war an der alten. Also es ist ja noch dasselbe. Hier vorne war ja abgebrochen. Hab ich ja angeschweißt. Vielleicht ein Stück kürzer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen Luft. Oh, ist wieder das Licht schwierig. Habe ich auch noch da solche Scheiben. Jetzt kann ich praktisch hier den Punkt auf dieselbe Stelle bringen wie drüben. Das ist nicht präzise, aber ich denke, das wird reichen, um irgendwie in etwa geradeaus zu fahren, zumindest auf der Wiese. Und dann später
Hat ja vermutlich da hier oben auch einen weggekriegt. Kann ich den Achsschenkel einbauen mit neuen Torkgelenken. Ich muss schon Radlager tauschen. Hier liegt er kaum rum. Eins von den Radlager hat einen ganz schönen Treffer weggekriegt. Das klingt zumindest nicht gut, das Äußere. Muss noch mal. Und dann kann ich praktisch mit einer, baue ich mir eine Brücke, beziehungsweise die habe ich da, so, wo ich an die Kugelköpfe rangehe, an die Verschraubung, muss ich die Flanken plan drehen und kann dann mit einer Waage das, den Achsschenkel noch, das ist Nachlauf, Spur, Sturz, Nachlauf, das ist der Nachlauf, genau, das noch einstellen oder halt gucken, dass das hier oben nie auch einen Treffer hat. Es ist zwar hier, der Abstand ist gleich wie drüben, aber zur Not könnte man es ja einstellen hier über die Beilegscheiben, die dann rein müssen oder raus müssen. Das ist jetzt nicht präzise, weil drüben ist eine Feder drin. Drüben hat das alles ein bisschen Vorspannung und hier, nee, aber in etwas soll das reichen. Immer eine spannende Sache. OME-Feder, Ungong-Gummis, das sieht man jetzt schlecht, die aber schon ein bisschen zusammengesetzt sind und oben drin sitzt noch so ein Zwischenring von OME, weil die ersten Höherlegungsfahrwerke etwas flacher waren als das Original. Hat man da oben noch eine Distanz beigelegt. Das ist unheimlich straff. Ich habe hier mit so einem Getriebewagenheber das vorsichtig hochgedrückt. Muss man unheimlich aufpassen, dass hier nicht abrutscht. Und dann das gesichert mit dieser Gewindespindel. Ich habe bei den Pferdezüchtern einen Russenschrauber, der allerdings an 8 Russen, also an Traktoren rumschraubert und damit auch seine Landwirtschaft betreibt. Er meint, ja, die Radlager, die haben nicht abgekriegt. Quatsch, die können viel ab. Also ich habe es ja jetzt, es war schon sauber gewischt und das haben wir mit Fetten angemacht. Ich denke, das hat es hinter sich. Ich werde es ausbauen und euch das dann zeigen. Ich sollte noch einen Satz neue Darlegen haben. So, vorletzter Schritt bei der Wiederinstandsetzung. Hier ist es hinten, Rad ist dran. Und vorn ist es ein bisschen dreifarbig oder vierfarbig, also originaler Lack. Das Dunkle ist so ein bisschen eine Grobspachtel, das Feinspachtel durchgeschliffen. Und das Rad ist wieder dran und guckt auch in etwa dahin, wo es hin soll. Und es ist auch in etwa da, wo es, ich denke mal, es müsste geradeaus fahren. Und das Ganze dann mit einer dünnen Schicht Farbe. Natürlich darf man da jetzt nicht so nah rangehen, weil wie immer die Vorbereitung das A und O ist. Sonst würde man ja sehen, dass es hier doch ganz schön schlecht gemacht ist. Und das wird auch die Farbe nicht abdecken. Aber zum Glück ist ja dieses Brandekork 3 in 1 relativ langsam trocknend, bleibt ewig elastisch. Da brauche ich auch heute Morgen nicht dran rumschleifen. Und wenn das Ding mal irgendwann 30 Jahre alt ist, dann kommt da auch ein neuer Kotflügel dran. Bis dahin sind noch ein paar Stellen. Also das Brandekork ist jetzt nicht die Wunderwaffe, die man auf so eine gammelige Karre aufsprüht und dann ist ewig keine Ruhe. Die Vorarbeit, gerade an den Kanten und so, ist unabdingbar. Und ich habe gedacht, ich habe mir Mühe gegeben, aber ich bin mir sicher, es hat nicht gereicht. Ja, ich glaube, ja, jetzt lange kein Video und auch das Thema hier mit meinem Single Pointer, das hat sich jetzt eine ganze Weile gezogen. Und der Grund dafür sitzt jetzt nicht unbedingt hier. Also das Auto ist kaputt gegangen, aber selber schuld. Wenn die Straßen eng sind und die Bäume dicht stehen, sollte man sich nie ablenken lassen, dann passiert das nicht. Wie gesagt, hat sich alles wieder gezogen und in letzter Zeit habe ich mich auch nicht so viel mit dem Miwa beschäftigt, sondern unter anderem mit sowas hier. Ist plötzlich da, ne, schon ein halbes Jahr, und hat mächtig Hunger, nimmt mehr als so ein Miwa. Oder nicht? Ja, auf jeden Fall wird das auch in Zukunft jetzt nicht werden, dass ich wie früher jede Woche ein Video veröffentlichen kann. Der junge Mann ist gerade bei mir eingezogen und wenn er mich dann unterstützen kann, dann gibt es gleich wieder mehr Videos vom Niva. Und bis dahin bin ich hier straff beschäftigt, wie ihr seht. Es drängt die Zeit. Von daher, das Video nicht ernst nehmen. Ich habe das mit Dank verfuscht. Und vielleicht kommen wieder mal irgendwann ordentliche Videos. Er boykottiert hier die Videoaufnahmen. Viel Spaß beim Video. Das nächste wird dann von der Rallye. Das mache ich noch irgendwie fertig. Wenn er dann jetzt bei mir wohnt und satt ist, habe ich vielleicht auch Zeit, Videos zu schneiden. Macht's gut und habt hoffentlich
wenig Sorgen mit irgendwas.